Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ruhrpott-Folge. Wir wollen heute kurz das System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes beleuchten. Ausgangspunkt ist wieder das Grundgesetz und dort Artikel 19 Absatz 4. Und da heißt es, wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Der Rechtsweg, meine Damen und Herren. Wir wollen uns jetzt nur mit dem Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten beschäftigen, weil das ist eben im öffentlichen Recht das in der Regel zuständige Gericht. Dafür gibt es eine Generalklausel in Artikel 40, in Paragraph 40 Absatz 1 VWGO. Der Verwaltungsrechtsweg steht in allen Rechtsstreitigkeiten des öffentlichen Rechts nicht verfassungsrechtlicher Art zur Verfügung. Also muss es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handeln. Und also liegt dem zugrunde die Entscheidung öffentliches und privates Recht. Die haben wir an einer anderen Stelle im Ruhrpott beleuchtet. Gucken Sie sich das gerne nochmal an. Wenn es um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art geht, dann stehen die Verwaltungsgerichte zur Verfügung. Nicht verfassungsrechtlicher Art ist jeder Rechtsstreit, der nicht zwischen Parteien ausgetragen wird, die unmittelbar durch die Verfassung mit Rechten ausgestattet sind, also insbesondere der Streit zwischen den Verfassungsorganen, weil dafür soll eben das Bundesverfassungsgericht ja zuständig sein. Wenn wir es also mit einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art zu tun haben und deshalb also das Verwaltungsgericht zuständig ist, dann muss entschieden werden, in welcher Form die Verwaltungsgerichte Rechtsschutz gewähren. Und dafür gibt es verschiedene sogenannte Klagearten. Die wichtigsten, meine Damen und Herren, sind die Klagearten, die sich entweder darauf richten, einen belastenden Verwaltungsakt aufzuheben. Das ist die Anfechtungsklage, § 42 Absatz 1, erste Alternative, VWGO. Oder die Klagen, die darauf gerichtet sind, einen begünstigenden Verwaltungsakt zu erkämpfen. Das ist die sogenannte Verpflichtungsklage, § 42 Absatz 1, zweite Alternative, VWGO. Also geht es bei diesen zentralen Klagearten immer um einen Verwaltungsakt. Was ein Verwaltungsakt ist, § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz, haben wir an anderer Stelle schon mal erörtert. Wenn wir jetzt also erst mal den Anfechtungsfall nehmen, dann fühlt sich der Bürger in seinen Rechten verletzt durch einen belastenden Verwaltungsakt. Also zum Beispiel durch eine Abbruchverfügung der Bauordnungsbehörde. Und nun ist es ja so, das wissen wir, der Verwaltungsakt ist wirksam, unabhängig von seiner Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit. Das ergibt sich aus der Bestandskräftigkeit von Verwaltungsakten. Auch dazu haben wir schon einen Ruhrpott gemacht. Und dementsprechend muss sich der Bürger, wenn er dem Befehl nicht nachkommen will, muss der Bürger sich deshalb vor Gericht gegen diesen Verwaltungsakt wenden. Das tut er mit der Anfechtungsklage. Die Anfechtungsklage, so sagt § 80 Absatz 1 VWGO, hat aufschiebende Wirkung. Aufschiebende Wirkung heißt, solange dieser Rechtsbehelf, die Anfechtungsklage läuft, solange darf aus der Existenz des belastenden Verwaltungsakts, also der Abbruchverfügung, keine Konsequenz gezogen werden. Das heißt, der darf nicht vollzogen werden. Das ist aber natürlich in vielen Fällen schwierig. Stellen Sie sich vor, Sie legen gegen die polizeiliche Anordnung einer Verkehrskontrolle erstmal eine Klage bei Gericht ein und dann darf die Verkehrskontrolle nicht durchgeführt werden. Das kann nicht sein, war jetzt ein blödes Beispiel. Aber es ist vollkommen klar, es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die müssen auch sofort vollziehbar sein. Deshalb sagt 80 Absatz 2 VWGO in bestimmten Fallgruppen, insbesondere bei Allbedürftigkeit, gibt es die aufschiebende Wirkung nicht. Das heißt, wenn die Behörde der Auffassung ist, das ist ein besonders allbedürftiger Fall, dann ordnet sie die sofortige Vollziehbarkeit nach 80 Absatz 2 Nummer 4 an und dann klagen sie dagegen. Das ändert aber nichts daran, dass sie den Verwaltungsakt befolgen müssen. In unserem Abbruchfall müssten sie also das Haus abreißen lassen, obwohl sie dagegen klagen. Das kann natürlich nicht so bleiben und dementsprechend kann dann nach § 80 Absatz 5 VWGO das Hauptsachegericht, also das Verwaltungsgericht, dann um vorläufigen Rechtsschutz, um einstweiligen Rechtsschutz angerufen werden. Das Verwaltungsgericht kann dann also auf Antrag des Bürgers die aufschiebende Wirkung, 80 Absatz 1, der Anfechtungsklage wiederherstellen. Wir haben es also mit so einem Kippschalter zu tun. Grundsätzlich sagt das Gesetz, Klagen haben aufschiebende Wirkung. Im Ausnahmefall, 80 Absatz 2, entfällt die aufschiebende Wirkung.
Dann kann sie aber wieder angeordnet werden durch das Gericht nach 80 Absatz 5 VWGO. Das sind die Anfechtungsklagen. Bei Verpflichtungsklagen ist das viel einfacher. Verpflichtungsklagen sind gerichtet auf den Erlass eines begünstigenden Verwaltungsakts. Sie haben einen Antrag auf Baugenehmigung gestellt, der ist abgewiesen worden. Jetzt klagen Sie auf die Begünstigung, also auf die Baugenehmigung. Und da haben Sie in der Regel jedenfalls keinen Anspruch auf einen vorläufigen Rechtsschutz, sondern das Gericht entscheidet dann, ist die Behörde verpflichtet, die Baugenehmigung zu erteilen oder nicht. Gleichwohl gibt es die Möglichkeit des vorläufigen Rechtsschutzes, das ist dann ein größeres Thema, § 123 VWGO, die einstweilige Anordnung. Soweit für heute, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Podcast.